Hi Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von meinem 350 Liter Becken, das Tagebuch. Heute mit Schwerpunkt Messen. Und zwar, wie kann ich versuchen bzw. herauszufinden, zu verifizieren, dass mein Messgerät auch den richtigen Wert anzeigt. Hintergrund der ganzen Sache ist, meine Spindel, die ich mir damals geholt habe von Aquamedic, flammneu, hat mich pauschal gesagt jetzt ganz schwer verarscht. Hintergrund der ganzen Sache war, dass hier und da dann bei mir dann doch Korallen eingegangen sind. Und ja, das eigentlich ganz einfache Korallen waren. Also man konnte sich nicht wirklich erklären, warum. So, bis ich dann jetzt mal, vorletzte Woche war jemand hier, der hat Korallen bei mir gekauft und der hat sich dann mal gebeten, seinen Refrack mitzubringen. Ja, sowas wie da vorne jetzt gleich liegt, gehe ich gleich mal drauf zu. Und er hat charmante Werte gemessen, die jenseits von Gut und Böse waren. Also meine Spindel zeigte eine aktuelle Dichte von 1.024 an. Hatte ich etwas erhöht? Nach der Spindel. Als der Kollege dann hier war, haben wir gemessen eine Dichte von 1.030 bzw. eine Salinität von 40. Pauschal gesagt, Rotmeerwerte. Haha. Das erklärt dann auch, warum meine Magnesium- und Calciumwerte jenseits von Gut und Böse sind und auch nicht weiter runtergehen, weil bei der Dichte ist das klar. Ja, dann war ich letzte Woche beim Marc. Der hat ein digitales Messgerät von Hanna. Das hat er dann auch, da haben wir im Prinzip das Ergebnis nochmal bestätigt. Und das Gerät, was er da hat, das ist auch, hat er dann auch hier von Ejan gegenchecken lassen über den Labortest. Und das passte auch. So, somit hatte ich dann jetzt letzte Woche einen entsprechenden Wert, womit ich arbeiten konnte. Ja, Fakt ist erstmal, ich musste das Ganze jetzt runterbringen, also, oder bin momentan noch dabei, den Wert runterzubringen, jeden Tag ein Punkt. Das sind dann so 15 bis 20 Liter Wasser, Salzwasser, die ich aus dem Becken rausnehme und komplett durch Osmosewasser ersetze. Zu schnell darf man es nicht machen, weil ansonsten sagen hier einige LPS ganz schnell, ich schmeiß den Kopf weg. Hier und da, ne, bei einer kleinen Hammerkoralle habe ich das da hinten auch schon gesehen, es sind Ansätze da, also es ist trotzdem noch zu schnell, so wie es aussieht. Ich muss also langsamer arbeiten. Aber mal zu meiner super tollen, klasse Spindel hier. Ich habe das Ganze mal vorbereitet. Ja, das ist mehr oder weniger, ja, der grüne Bereich ist, wenn man das jetzt mal sieht, ist genau 1,20. Als 21. Zeigt die an. Wir haben aber, jetzt habe ich hier noch eine andere Spindel, die habe ich übrigens ja, nie benutzt, weil die so bescheiden klein ist. Ja, die zeigt mir die 1.26 an, die ich auch tatsächlich habe. Wie gesagt, diese Spindel habe ich nie benutzt. So, und gekauft habe ich mir jetzt hier einen Refrack und ein Leitwertmessgerät. Mit dem Leitwertmessgerät kann ich hingehen und kann mein Osmosewasser checken. Das ist übrigens auch eine Sache, wo ich gleich noch zu kommen, da wird es auch nochmal lustig. Und ja, wie man Refrack benutzt, ist ja relativ klar. Hier kommt ein kleiner Tropfen Wasser drauf. Kommt ein kleiner Tropfen Wasser drauf. Die Scheibe wird runtergeklappt, das muss sich gleichmäßig verteilen. Und dann schaut man durchs Okular gegen das Licht. Nach Möglichkeit sollte man immer schauen, dass man gegen die gleiche Lichtquelle guckt, damit man auch immer die gleichen Ergebnisse kriegt. Und ja. Momentan habe ich einen tatsächlichen Wert von 1.026. Das heißt also, ich muss noch mindestens 3 Punkte runter, also 3 bis 4 Tage brauche ich noch, bis ich mein Becken hier auf die Werte habe, wo sie eigentlich hin sollten. Ja, Thema Leitwertmessgerät, deshalb habe ich auch unten das Technikbecken offen. Ich habe da diesen wunderschönen Osmoseteil da. Der war bis jetzt ja immer komplett offen und der verschmutzt auch relativ schnell. Ich vermute mal, durch das allgemeine Luftmilieu und Tröpfchen und wie auch immer, kommt da in diesen Tank, den ich jetzt übrigens abgedeckt habe mit Plexiglasscheiben, kommt da wohl Schmutz rein.
Und das Wasser, was jetzt drin ist, das habe ich heute Morgen unten aus der Osmose rausgeholt. Die Osmose, die ich unten habe, die habe ich übrigens gegengemessen. Die hat einen Leitwert von 0 ppm. Also das ist im Prinzip ist das hier nur ein Gerät, um festzustellen, wie sauber arbeitet man Osmose. Also zum Wert ablesen ist das nichts. Es geht eigentlich nur um die Tatsache, arbeitet man Osmose gut oder arbeitet man Osmose schlecht. So, das Wasser, was hier drin ist, das habe ich jetzt heute Morgen, wie gesagt, unten aus der Tonne geholt. Unten hatte es einen Wert von 0. Und hier hat es einen Wert von 24, 26. Ja? Also hier ist ein Leitwert drin. Das ist Dreck, beziehungsweise ich habe das Becken sauber gemacht und trotz alledem immer noch, pauschal gesagt, dreckig. Das heißt, ich muss mehrmals das ganze Becken da unten irgendwie noch anders desinfizieren und damit das auch tatsächlich dann so sauber ist, wie es eigentlich sein sollte. Aber das könnte dann auch eine Kleinigkeit Ursache sein. Vielleicht, dass einige Korallen eingehen, weiß ich nicht. Vielleicht hat da jemand anders auch Erfahrung mitgemacht und kann ihm vielleicht hier mal mitteilen oder wie auch immer. Ja, Fakt ist, das sind schon mal zwei Sachen, die schon wieder passiert sind, die der User hier auf der anderen Seite blauäugig drauf vertraut hat auf seine Messgeräte. Heißt also im Gegenzug, man sollte regelmäßig seine Messgeräte gegenchecken lassen. Habe ich nicht gemacht. Aus dem ganz einfachen Grund, ja, ich hatte Vertrauen da drin, weil war ja eine neue Spindel. Warum sollte die fehlerhaft messen? Ja, und jetzt ist halt der Kampf da unten mit der Osmose, wo ich übrigens jetzt auch jetzt hingegangen bin. Ich habe einen Brunnen und bin momentan Osmosewasser aus Brunnenwasser am produzieren. Mit meinem ganz normalen Hauswasserwerk. Ist im Endeffekt günstiger. Das Abwasser ist sowieso uninteressant. Das geht wieder zurück in den Brunnen. Und somit kann ich zumindest meine Wasserrechnung in Sachen Osmose auch senken. Habe übrigens auch nachgemessen, als ich das eben angeschlossen habe. Leitwert von 0. Also Wasser ist okay, kann ich mitarbeiten. Ja, und so ganz nebenbei, hier und da, je weiter ich jetzt mit den Werten runterkomme, desto besser stehen hier und da meine Korallen. Mal abgesehen jetzt von der Monty, die immer noch ein bisschen rumzickt. Aber wenn ich mir die jetzt mal etwas genauer angucke, man sieht da auch überall Wachstumsränder. Also da kommt was. So, dann haben wir da hinten die andere Monty nochmal zum Vergleich. Ja, wieder mit dem Finger da. So, die ist auch ein Stückchen mehr gewachsen. Und alles andere steht eigentlich ziemlich gut da. Ja, also, wie gesagt, wenn man Werte ändern muss, beziehungsweise eine Salzdichte ändern muss, dann darf man das nicht überhastet machen. Man kann es sogar noch langsamer machen, sprich einen halben Wert am Tag, aber einen halben Punkt am Tag. Aber ich denke mal, ein Punkt bei dieser Beckengröße hier, das ist schon, wie gesagt, pauschal gesagt, 15, 20 Liter, die ich hier wechsle am Tag, um mit meiner Dichte runterzukommen. Ja, weil selbst der Aquakalkulator konnte mir nicht sagen, wie viel Wasser ich genau wechseln muss, weil die nur bis 1.027 ging. So, jetzt könnte ich theoretisch nochmal nachrechnen, aber ich mache das jetzt so lange, bis ich auf meinen Wert komme. Ich habe jetzt ungefähr die Menge rausgefunden, die ich am Tag wechseln kann und muss. Und dann passt das. Ja, wie gesagt, je weiter die Werte nach unten gehen, desto schöner steht das Ganze hier. Ich habe jetzt auch angefangen, Aminosäuren zu dosieren bzw. beizugeben. Ich habe ja hier hinten einmal, gehen wir mal in die Chemie-Ecke. Genau, einmal, das sind keine Aminosäuren, das sind die normalen Elements, die Spurenelemente. Die kommen einmal die Woche rein, könnte man auch öfter dosieren, werde ich wahrscheinlich auch demnächst tun. Dann werde ich die verdünnen mit Osmosewasser und in ein größeres Behältnis und das Ganze dann über eine Dosierpumpe dann täglich zuführen und nicht nur einmal die Woche. Und dann habe ich dann hier einmal Aminos von, habe ich so gestellt, Dupla, genau. Da kommen 6 Tropfen von jeden Tag rein und hier und da denke ich, behaupte ich jetzt mal, vielleicht ist es ja auch einfach nur Einbildung, sehen die Korallen schon etwas besser aus. Wir haben hier und da mehr Farbe, machen weiter auf.
Ja. Also ganz ohne geht es dann wohl nicht. Das habe ich ja probiert. Das Ergebnis haben wir gesehen. Also es muss was dosiert werden. Auch wenn man jetzt nicht so viel Wasserwechsel macht, beziehungsweise so wenig Wasserwechsel, wie ich das im Moment mache. Nämlich eigentlich gar nicht. Dann muss man natürlich hingehen und Nährstoffe zufügen. Wobei ich sagen muss, ich packe das Zeug jetzt blauäugig da rein. Ich merke allerdings aber auch, wenn ich zu viel reinpacke, dann machen die Korallen zu. Das heißt also, keine gute Sache. Da muss ich wieder eine Woche auf zwei warten, bis sie sich wieder erholt haben und weniger dosieren. Zumindest bei denen ist bei den Spurenelementen ist das so. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier und da von zu viel dosiere und dass ich dann irgendwas anreiche. Also irgendwann werde ich wohl nicht drum rumkommen, mal bei Ethan einen Test machen zu lassen, um mal zu gucken, wo liegen meine Werte, wo liegen meine meine Spurenelemente, habe ich irgendwo Anreicherungen, müsste ich einen größeren Wasserwechsel machen. Das ist dann alles so eine Sache, ja, die man dann rausfinden muss noch. Das kann man natürlich durch regelmäßige Tests machen, aber ihr wisst ja selber, so ein Test ist nicht gerade günstig. Zumindest in meinen Augen, so 35 Euro oder was er momentan kostet, für einen Kompletttest ist zwar eine feine Sache. Man hat auch nicht viel damit zu tun. Wasser rein, einschicken und das Ganze dann kriegt man dann online angezeigt mit Anzeige, dass das hier, welche Werte da dementsprechend gut oder schlecht sind oder zu hoch oder zu tief. Ja, aber wie gesagt, das ist im Moment noch nicht mein Ding. Ich fahre jetzt erstmal so, wie es hier läuft, und wenn es dann wieder irgendwann argen ist, werde ich vielleicht mal so einen Test machen. Ja, viel Gerede um nichts. Der User auf der anderen Seite hat mal wieder Mist gebaut oder hat nicht richtig gearbeitet, ich sag mal, zu wenig kontrolliert. Heißt also Umkehrschluss, checkt eure Messgeräte, holt euch eine Multireferenz oder was auch immer, um eure Wassertests gegen zu testen. Also vertraut nicht blind auf das, was ihr messt. Gott sei Dank ist das hier bei mir jetzt nicht wirklich in die Hose gegangen, aber ein Schock war es natürlich schon, wenn man 7 Punkte höher liegt, als wie man eigentlich wollte. Aber die Korallen dann noch einigermaßen gut stehen. Also Marc sagte, jo, fahr doch weiter das Ganze hier mit Rotmeerwerten. Ja, das Problem, was im Endeffekt dabei entstanden ist, hätte ich jetzt tatsächlich gewusst, dass ich so hohe Werte habe, also so eine hohe Dichte, dann hätten wahrscheinlich die Tiere auch überlebt. Weil, wenn man so hohe Werte hat, muss man länger eingewöhnen. Und ja, das habe ich nicht getan. Ich habe die, ich sage mal, standardmäßig eingewöhnt, eingetropft. Über einen Zeitraum von 20, 30 Minuten. Das ist dann natürlich, ja, wenn man so hohe Werte fährt, ist das natürlich nicht ausreichend. Da muss man dementsprechend länger eingewöhnen. Ich weiß nicht wie lange, aber das müsste man dann mal rausfinden. Fakt ist, zu schnell reingesetzt, zu hohe Dichteunterschiede, und dann ist das Thema ja auch schon mehr oder weniger fast durch. Und deshalb ist auch eine Galaxie eingegangen. Das ist jetzt hier der ehemalige Stein hier vorne, wo jetzt die Xenien drauf sitzen. Eine Milka. Ja, und dass so einfache Korallen dann halt eingehen, das ist dann halt durch einen Fehler bzw. durch Unwissen verursacht. Hättest du länger eingewöhnt, hätte das gepasst. Naja. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein klein bisschen weiterhelfen oder die Einsicht in die Aquaristik ein bisschen vertiefen, was man noch falsch machen könnte. Wie gesagt, wenn euch irgendwas aufgefallen ist oder ihr was sagen wollt oder sonst irgendwas, teilt euch mit bei Facebook, bei YouTube oder bei Nanoriffe, findet ihr mich. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Pfingstfest, wenn es dann jetzt, Wochenende, ne? Genau, in 2 Tagen. Und dann bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Euer Viper.